So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Biberfelde 2020 Modifikation einer privaten Version, welche es so auf keinen Fall geben wird. Das hat verschiedene Gründe, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, denn es geht ums Spiel und ich hatte jetzt einen recht großen BMA-Einsatz bzw. Brandeinsatz bei Burger King und ich hatte an die 13 Verletzte, glaube ich, und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die alle ins Waldkrankenhaus geschickt und das Wald ist natürlich komplett zu. Deswegen transportiere ich die jetzt alle mal woanders hin, damit ich hier meine Kräfte frei bekomme. Das ist nämlich langsam echt eine doofe Geschichte. Jetzt Problem ist, warum fährt denn der Notarzt da nicht hinterher? Das würde mich mal interessieren, ob das jetzt rumbuggt. Ob ich da jetzt einen Bug provoziert habe? Ich weiß es nicht. Ich spule einfach mal vor, dass wir den nächsten Einsatz bekommen. Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass ich wieder Einsatz Go gebe. Und direkt den nächsten RD-Einsatz reinbekommen. Das würde ich aber fast... Ah ne, ist eine blöde Stelle hier, ne? Ich kann der Christoph schlecht landen. Okay, dann einmal Alarm für die Wache 2 mit einem RTW. Ja, und natürlich NEF-technisch sieht es jetzt schon blöd aus. Habe ich hier unten? Na gut, jetzt muss ich zwar von hier unten das NEF holen, aber das funktioniert ja auch soweit. So, der RTW ist auf dem Weg. NEF ist alarmiert und rollt auch. Das ist sehr schön, das klappt. Mal schauen. Wie gesagt, in der letzten Folge war es eigentlich nur ja, zwei Einsätze, sag ich mal. Der kam zum Schluss noch mit dazu. Aber das war gar nicht so verkehrt, wenn man mal eine größere Sache hat. Finde ich ganz gut. So, RTW BF-Wache 2 rückt an. Weil das NEF gar nicht so viel länger braucht. Ich hätte gedacht, die Antwortzeit ist da deutlich höher. Fahrzeug 41. Ja? So, dann könnt ihr euch direkt mal ausrüsten. Ich warte noch auf den Notarzt. Der wird dann die Behandlung der verletzten Person vornehmen. Das muss jetzt nicht einer meiner Sanitäter machen. Wir haben, oh, direkt einen VU hier in der Nähe. Oh, VU, Polizeifahrzeug beteiligt. Dann einmal den Rüstzug der Berufsfeuerwache 2 bitte. Die Kollegen fahren bitte hier so in den Rüstzug. Und ja, RTWs komme bitte. Wobei, was soll ich mit dem KTW, ne? Das bringt mir ja nichts. RTWs kommen bitte von den Kollegen hier unten und natürlich die beiden RTWs. Oh, ich habe sogar nur einen verfügbar hier. Dann fährt mir das mal bitte die BF mit ihren zwei RTWs. Dazu einmal bitte die Pol zum Absperren. Schon unterwegs. Was gibt's? Wird gemacht. Schon unterwegs. So, der Rüstzug rückt langsam an. Oh, 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 das war auch eng. Da war gerade noch ein Balken, ich habe es genau gesehen. Na, da cheate ich jetzt, sorry. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. So. Gut, ELW wird jetzt nicht so krass benötigt. VRW fährt mir bitte hier so schräg hin. Das HLF fährt mir hier so hin. Der Rettungsdienst fährt einmal hier hin und jetzt... So, dann werde ich hier anfangen abzusperren. Hier kann ich schon mal geschnitten werden. Und das HLF schneidet mir bitte den T5-Bus dort. Ach, hier ist gar keiner mehr. Muss nur noch der T5-Bus geschnitten werden. Okay. Dann, ja, stellt mir den Brandschutz sicher. Ne, so nicht. Wir wollen natürlich einmal... Und einmal mit der SAE, so. Der Brandschutz wäre dann soweit erstmal sichergestellt. Es kann sich der Rettungsdienst bereits um die beiden Polizisten kümmern, die hier davor liegen. Fahrzeug 42.
So. Ja gut, den Polizisten geht es noch einigermaßen gut. Wobei gut immer relativ zu sehen ist. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen eng. Ich helfe mal dem Kollegen aus, damit er hier keinen weiteren Unfall baut. So. Dann wäre das soweit erstmal gesperrt. Okay, gut, der Tramverkehr ist jetzt hier ein bisschen doof. Ihr rüstet euch aus und die Person wurde bereits befreit. Das ist gut. Dann einmal bitte direkt behandeln. Die Jungs vom Vorausrüstwagen können bereits anfangen mit Abstreuen. Oh, hier kann sogar schon abtransportiert werden. Das mache ich doch glatt. Dann einmal ausrüsten bitte mit der Rolltrage. Dass wir diesen VU auch relativ schnell abarbeiten. So, wir fahren aber bitte alle ins Seekrankenhaus. Das wäre mir ganz wichtig. Obwohl, ich kann ja mal schauen, warum wir denn die Transport ins Wald. Intensiv 0, normal können wir doch noch aufnehmen, okay. Das ist in Ordnung. Hallo, einsteigen. Dankeschön. So, das können wir dann doch alles, wenn es soweit normal ist, beziehungsweise keine Intensivpatienten, geht das bitte alles einmal ins Waldkrankenhaus. Fahrzeug 37, Fahrzeug 37, Fahrzeug 42. Ja. So, dann kannst du schon mal einen Besen organisieren. Und die Pool. Der Kollege hier organisiert mir bitte schon mal zwei Abschleppfahrzeuge. Warum fahrt ihr nicht ins Krankenhaus? So, das hätten wir, dann wäre soweit erstmal alles abgesperrt. Den VRW fahre ich auch mal dann an die Seite. Das macht er, Kollege, er fährt meinetwegen hier so hin oder nee, am besten hier so hin. Einfach, dass wir die Abschleppfahrzeuge auch ein bisschen Platz haben. Aber da ich Schiss habe, dass hier der Kollege Straßenbahnfahrer einfach weiterfährt, stelle ich hier mal den Polizisten in den Weg, welcher mir hier die Fahrzeuge anhält. So, wir können anfangen mit Kern. Der doppelte Brandschutz ist immer noch sichergestellt, das klappt. So. Das erste Fahrzeug kann abtransportiert werden und das zweite dann auch gleich, der Streifenwagen hier. Also die DBS sieht ja nicht mehr ganz so gut aus. Genau, dann haben wir diesen Einsatz. Oh, den Herzinfarkt. Ist. Ach, Kacke, den Kollegen habe ich ja ganz vergessen, Mensch. Ups. Fahrzeug 41. Mal gucken, ob es klappt. Das klappt immer eigentlich. Das ist so ein kleiner Cheat, gebe ich zu, denn. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Einmal HLF. Zum Brandobjekt Cinemax, denn hier brennt es wirklich. Auf dem Weg. Das ist jetzt natürlich blöd, so. Ja. 21. Das ist jetzt natürlich doof. Dann einmal die DLK. Fahrzeug 21. Fahrzeug das 21. TLF ist sowieso nicht einsatzbereit. Fahrzeug 16. Und es fallen die ersten Leute um. Das wollte ich natürlich nicht. So, ich versuche noch schnell. Wir machen den Sammelplatz hier hinten. Und ich versuche noch schnell das Gebäude zu evakuieren. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Aber mein Gott. Ich versuche, was geht.
Alle, die noch laufen können, bitte sofort raus. Und es kann keiner mehr laufen. Toll. 30 Verletzte, leck mich am Arsch. Fahrzeug 21. Okay. Ich brauche Rettungskräfte und zwar dringend. Ich brauche HLF. Fahrzeug 10. Fahrzeug 13. Und zwar beide. Ich brauche die Wache 3. Zumindest mit einem HLF. Diesen doofen Einsatz hier, den kann ich jetzt endlich abarbeiten. Die Feuerwehr kann nach Hause fahren, ja. Den Kollegen brauche ich jetzt nicht. Ich brauche dafür das TLF. Brauche die beiden Streifen hier. Und ich brauche den AB Manf. So, die Kollegen gehen bitte einmal hier rein. Die Kollegen der DLK gehen einmal dort rein. Ich brauche den ELB vor Ort. Ich möchte mir Kräfte von außerhalb alarmieren. Das ist aber auch echt gemein, ist das, ne? Wir machen Verletzten-Sammelstelle hier unten. So. Mir ist jetzt egal, was das für ein Verkehrschaos wird jetzt hier. Aber ich möchte das einmal bitte komplett gesperrt haben. Die Kollegen, beginnen wir schon mal mit der Brandbekämpfung, damit das nicht so hart überschlägt. Ich brauche ganz, ganz dringend den LNA. Ist der LNA verfügbar? Ja, ist er. Ich brauche den AB Manf ganz, ganz dringend. Und ich werde mir tatsächlich auch noch die... Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Meine Fresse. Na, egal. Ich, hab Schiss, dass das Feuer übergreift und ich dann noch mehr verletzt habe. Deswegen beginne ich hier schon mal ganz, ganz schnell mit einem Löschangriff. Das würde ich normalerweise als letztes machen, aber ich habe einfach keinen Bock, dass das Feuer übergreift. Oh, das war vielleicht ein Fehler, Kollege. Komm da raus. So, weiter mit der Brandbekämpfung, mit der Menschenrettung. Natürlich müsste einer mal auch schnell die Pumpe starten. So, einmal ablegen bitte. Die Wache 3 ist eingetroffen, sehr schön. Einmal bitte komplett ausrüsten mit PA. Wir müssen hier ordentlich Leute abtransportieren. Und ich werde etliche verletzt haben, einfach weil es gar nicht anders geht. So, der LNA ist eingetroffen, sehr schön. Der stellt sich hier direkt an die Seite. Ich alarmiere mir direkt mal andere Feuerwehren nach. Und dann bitte einmal zur Sichtung vorgehen. Diese BMA ist überhaupt nicht nervig. Was gibt's? Auf dem Weg. So. Aber wir haben Unmengen von Verletzten hier und das ist echt Wahnsinn. Höre. Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Höre. Oh, das ist alleine echt, das ist wirklich gerade eine Mammutaufgabe. Ja, ich weiß, ihr passt wieder zusammen nicht durch die Tür, weil die Tür ist ja nicht breit genug. Fahrzeug 36.
So, dann beginnen wir gleich mit der Sichtung. Ey, du setzt dich da rein, du Kollege, du sollst hier draußen bleiben. Ja, hier schreien schon die ersten. Ich kann es aber nicht ändern. Ich bräuchte natürlich auch mal noch Notärzte, die mir das... Natürlich, ich hab's gewusst, diese beiden, beziehungsweise hier sind ja alle wirklich verbuggt. Egal, ich brauche ganz, ganz dringend Notärzte, die mir dann auch mal das Zelt besetzen. Das wäre natürlich auch mal mega wichtig. Ja. Roger. Was gibt's? Bin unterwegs. Wir werden sehr, sehr viele Tote haben. Vielleicht ist meine Menschenrettung auch minimal und durchstrukturiert, das kann sein. Ich werde mir auch direkt die SEG nach alarmieren, aus dem einfachen Grund. Ich brauche Platz. Muss ich die alle wirklich erst ablegen, ja? Ja. Wird umgehend durchgeführt. Oh Gott, das ist eine Mammutaufgabe des Todes hier. Auf dem Weg. Okay. Was gibt's? Bin unterwegs. In Ordnung. Okay, was dann so bei tot ist, tut mir leid. Wird umgehend durchgeführt. In Ordnung. Ja, schon unterwegs. Okay. Was gibt's? Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt nur noch eine Bergung. Auf dem Weg. Was gibt's? Okay. So. Schon unterwegs. Fahrzeug 11. Oh. Die Jungs bräuchten hier mal ganz schnell Unterstützung. TLF. Und noch ein TLF. Darf ich fragen, was er hier so weit hinten macht? Auf dem Weg. So. Wir haben viele, viele Eggs und ich brauche viele. Ah, das war kacke, ja. Aber ich hatte auch absolut keine Chance. Ich meine, ich war relativ schnell zumindest mit einem HLF vor Ort. Und hab auch versucht zu evakuieren, und ihr habt ja gesehen, ich habe evakuiert und schon sind sie alle umgefallen. Das ist echt eine absolute Mammutaufgabe. Schon unterwegs. Was gibt's? Ja. Schon unterwegs. Was gibt's? Ja. Hier haben wir noch eine Person, die tatsächlich noch Puls hat, glaube ich. Höre, ist in Arbeit. Glaube ich zumindest. Die war blau. Ich weiß nicht, ob das was bringt. So. Das wird wirklich nur noch eine Bergung werden. Das ist ein trauriger Tag. Auf jeden Fall, Mann, weil das ist ja echt heftig hier. Aber ich weiß echt nicht, was ich da hätte noch besser machen können im Singleplayer. Multiplayer hätte ich es gewusst. Denn da wäre es einfach nur viel, 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 viel schnell. Ey, ey. Hier ist dein Arbeitsplatz. Ich meine, okay, wir haben jetzt hier 1, 2. Die tatsächlich noch leben, aber das ist natürlich keine gute Statistik, definitiv nicht. So. Und das Einsammeln geht jetzt weiter. Was anderes ist es leider nicht mehr. Kollegen, ihr müsst schon mal außenrum gehen. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Schon unterwegs.
unterwegs. So, die SEG bleibt bitte erstmal in Bereitschaft. Ich versuche jetzt so viel wie möglich schon mal abtransportieren zu lassen, dann... Ja, SEG kann hier sich hier drüben hinstellen. Also die Freiwillige Feuerwehr wird jetzt natürlich hier echt kein Durchkommen haben, weil ich die ja sowas von zugemacht habe, die diese... Kreuzung hier. So. Und der Einsatz gilt sogar. Okay, der Einsatz nicht. Die BMA ja. Die ist noch nicht abgearbeitet. Der Einsatz an sich selbst schon. Gilt natürlich als erfolgreich, weil grundsätzlich hat man seine Aufgaben gemacht. Man hat versucht zu retten, was zu retten ist. Dass das natürlich nicht mit allem funktioniert, ist, denke ich mal, auch klar. Aber das Feuer ist auch gelöscht. Und deshalb ist man so mit seinen Aufgaben, die man als Feuerwehrmann jetzt erstmal hat, soweit eigentlich erstmal durch. Das hört sich natürlich doof an. Ist jetzt aber ganz einfach so. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Truppweises Vorgehen war jetzt auch nicht irgendwie hier aktiv gerade, ne? Ich bin halt einfach so. Okay, ich brauche ganz, ganz dringend hier noch Feuerwehrleute drin. Wo brauche ich noch? Ich glaube, dann dürfte ich jetzt erstmal so weit durch sein. Hier ist, steht noch einer von mir rum. Ja, und jetzt wird es wirklich nur noch ein Abtransport. Ich bin gespannt. Das wird wahrscheinlich auch seine Zeit dauern. Ich brauche auf jeden Fall... Fahrzeug 10. Höre. Wir machen eine abschließende Kontrolle. Ja, wird umgehend durchgeführt. Aber es sieht soweit erstmal gut, also gut in Anführungszeichen aus. Ich bräuchte den Einsatzleiter, der mir die BMA zurückstellt, weil die nervt. Ich denke, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich in einem Multiplayer-Match definitiv hätte mehr retten können. Stobis, meine ganzen RTWs, die... Computer sagt nein.